Ansonsten würden wir ganz kurz die Ergebnisse aus Ihrer ersten Tischdiskussionsrunde uns gemeinsam anhören. Die wurden hier vorne vom Redaktionsteam und von Herrn Dr. Wormer gesammelt. Und wir haben jetzt auch einmalig die Chance, einen kleinen Einblick zu bekommen, beziehungsweise Sie haben einmalig die Chance, einen kleinen Einblick zu bekommen, wie das ID-Active-System wirklich aussieht und wie das dann auch später im Protokoll notiert wird, was tatsächlich dann auch mit Ihren Ergebnissen passiert. Und ich würde Ihnen jetzt einfach mal das Wort übergeben. Ja, vielen Dank, Patricia Hölscher. Wenn die Technik es uns arbeitet noch ein bisschen, die Technik, vielleicht noch mal kurz auch die Fragen, die vorhin gekommen sind. Sie haben sicherlich festgestellt, dass vorhin sehr viele Fragen da waren, die wir jetzt mit dem Podium noch so noch nicht beantworten konnten. Diese Fragen gehen natürlich nicht verloren. Das heißt, wir sammeln alle Fragen, auch aus den anderen Veranstaltungen. Dort ähneln sich sicherlich auch die eine oder andere Frage. Und die geben wir natürlich auch dann an die Landesregierung. Und diese Fragen werden dann nach und nach auch beantwortet und auch auf der Online-Plattform entsprechend dann beantwortet zur Verfügung gestellt. Es gibt manche Fragen, die sind formaler Art, die können sicherlich sehr schnell beantwortet werden. Andere Fragen, da muss es vielleicht die eine oder andere Abstimmungsschleife auch noch innerhalb der Landesregierung geben. Da die Bitte um Verständnis, dass es vielleicht etwas länger dauern kann. Aber wir nehmen alles mit. Und damit Sie sehen, was wir alles so mitnehmen, wir haben jetzt hier wirklich Dutzende von Rückmeldungen aus Ihrer ersten Diskussionsrunde schon bekommen. Herzlichen Dank schon mal dafür. Wir haben das jetzt heute Mittag im Rahmen Ihrer Arbeit schon mal kurz sortiert in verschiedene Überschriften. Sie sehen, es sind bisher 11 Überpunkte geworden. Und wenn wir bei dem ersten Punkt einfach uns mal näher anschauen, das war natürlich der Punkt, in dem auch ganz viel gekommen ist. Sie sehen hier aufgeklappt alle Ihre Rückmeldungen aus der Tischdiskussion 1:1, so wie Sie es am Tisch überlegt und aufgenommen haben. Das geht dann auch so in die Dokumentation entsprechend auch ein. Und das ist so kurz auch der Einstieg in die inhaltliche Darstellung. Sie sehen es auch hier, das Thema Kommunen ist natürlich auch bei Ihnen ein ganz, ganz wesentliches. Und da kann man, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so detailliert drauf eingehen. Vielleicht noch ein Punkt, der mehrfach kam, dass man auch Kommunen auch anregen sollte, auch zu erkennen, dass sie auch davon profitieren. Also durchaus auch das Transparenzgesetz jetzt nicht nur gewisse Herausforderungen im Finanziellen, im Personellen auch bedeutet, sondern dass auch Kommunen durchaus auch Vorteile hätten. Dann natürlich ganz wichtig, Transparenzgesetz, auch ein wichtiges Instrument, um Bürgerbeteiligung im besten Sinne des Wortes auch zu erleben und zu beleben, nämlich das Know-how, das Wissen, die Erfahrung, die Expertise von Bürgerinnen und Bürgern, sei es bei Infrastrukturprojekten und bei anderen Möglichkeiten auch einzubringen. Das ist mehrfach gekommen und auch, dass damit natürlich Transparenz in der Politik besser wird. Politik wird sichtbarer, Politik wird bürgernäher, man hat mehr Einblick als eine wichtige weitere Chance. Aber auch aus Ihrer Sicht als Bürgerinnen und Bürger auch die Vereinfachung über diese Transparenzplattform, die Informationen gebündelt zu haben, einen Zugang zu bekommen, vereinfacht natürlich auch die Erreichbarkeit dieser wichtigen Daten. Der fünfte Punkt, da gab es auch einiges, nochmal der Punkt, auch Transparenzgesetz liefert auch wirtschaftliche Vorteile, sowohl für Unternehmen, aber auch vielleicht für kleine einzelne Personen, Mittelständler, die auch durchaus auch Produkte, Apps aus diesen Daten auch entwickeln können und da durchaus auch gute Chancen haben, die entsprechend zu vermarkten. Wichtig auch, der sechste Punkt ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr schöner und sehr wichtiger Aspekt, der hier diskutiert wurde, zu sagen, lasst uns doch mal auch dieses Transparenzgesetz auch umsetzen und dann zu schauen, wo sind denn dann die großen Probleme und Hürden und Risiken, also nicht von vornherein zu blockieren, sondern zu sagen, wir probieren das, es soll ein lernendes System sein, ein entsprechendes Monitoring, entsprechende Feedbackschleifen sind erforderlich, um dieses Transparenz auch in der weiteren Einsetzung dann auch gut weiterzuentwickeln. Der siebte Punkt, vor allem auch hier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung ganz zentral. Wir haben auch im Beteiligungsverfahren extra einen Workshop mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung dann nach Ostern. Und da wird es natürlich auch darum gehen, diesen Kulturwandel, der durch dieses Transparenzgesetz auch natürlich kommen wird, auch entsprechend zu leben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, diesen Veränderungsprozess wirklich zu berücksichtigen. Einige haben auch gesagt, das hat auch einen erzieherischen Auftrag, also auch gerade die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch dazu anzuregen, Daten transparent zu stellen und eben entsprechend auch für das Transparenzgesetz zu werben. Eine weitere Chance, die Sie genannt haben mit dem Transparenzgesetz, man bekommt einen besseren Überblick auch über die Vergabe von Finanzmitteln.
Und auch die Position von Bürgerinnen und Bürgern wird gestärkt. Wir können als Bürger besser Entscheidungen nachvollziehen. Und das hat natürlich auch im weitesten Sinne eine Möglichkeit, die Politikverdrossenheit entsprechend zu mindern, wenn man gewisse Entscheidungswege aus der Politik dann auch besser nachvollziehen kann. Dann ein Punkt, das ist der vorletzte, 10. Punkt. Vieles kam auch hier, grundsätzlicher Anspruch an Transparenz. Also jetzt nicht nur vielleicht eine Art Positivliste zu machen, sondern von vornherein auszugehen, alles hat transparent zu sein. Wenn nicht gewisse, hat ja auch Herr Dr. Mayer heute auch gesagt und Herr Dr. Brink, Datenschutzbestimmungen dagegen sprechen, aber von vornherein davon auszugehen, alles ist erstmal transparent gesetzt. Und dann ein sicherlich auch wichtiger Aspekt, den man nochmal bedenken muss, ist dann die Infrastruktur in Rheinland-Pfalz vorhanden. Wie sieht es mit dem Breitbandausbau gerade in ländlichen Regionen auch aus, um entsprechend dann vielleicht auch diese größeren Daten per Internet abzurufen. So, das war sozusagen ein erster Einblick in die Arbeitsweise. Da sehen Sie schon sozusagen Teile des zukünftigen Protokolls und alles Weitere dann, wie es weitergeht, Patricia Hölscher. Genau, vielen Dank, Herr Dr. Wormer. Sollte bei Ihnen jetzt irgendwie das der Fall sein, dass Sie sich da möglicherweise nicht so richtig wiederfinden, wir haben ja jetzt noch zwei Blöcke, in denen wir Tischdiskussionen führen, dann sagen Sie einfach Ihrem Tischmoderator Bescheid. Sie wissen ja jetzt ungefähr, was da auf dem Protokoll erscheint und Sie wissen ja auch wahrscheinlich noch, was Sie gesagt haben. Also sollte es da irgendwie eine Diskrepanz geben, auf jeden Fall unbedingt Bescheid sagen, nicht, dass es da dann hinterher irgendwie blöd wird. Der zweite Block, mit dem wir uns beschäftigen oder mit dem Sie sich beschäftigen, hat zwei Fragen. Deswegen haben wir auch eine Diskussionszeit von so in etwa 50 Minuten angesetzt. Wir wollen wissen, welche Infos müssen transparent gemacht werden und wie muss diese Transparenzplattform denn eigentlich aussehen? Das sind so die beiden Fragen, auch natürlich hier über mir nochmal zu sehen, mit denen Sie sich jetzt sehr, sehr gerne beschäftigen dürfen. Ich wünsche eine gute Diskussion und viel Spaß. Genau. Gut. Ja, willkommen zurück. Sie sehen ja hier wieder, auch können mitverfolgen, zum einen, bei welcher Frage wir gerade sind. Wie gesagt, wir haben jetzt eine Stunde Zeit und zwei Fragen, also für jede etwa knappe halbe Stunde. Und starten eben erstmal zu sammeln von Ihnen, zu hören, welche Daten, das ist ja die erste Frage, also welche Informationen sollen bereitgestellt werden, was will ich als Bürgerin, als Bürger wissen. Versuchen ein bisschen im Hinterkopf vielleicht zu behalten, es ist das Land, aber auch wissend, klar, ich meine, es ist sehr deutlich geworden, kommunale Ebene ist wichtig, deswegen also keine Beschränkung, nur einfach darauf aufmerksam zu machen, dass natürlich der Fokus im Augenblick eine Landesebene ist. Aber wir sammeln offen, also von daher, es ist eröffnet. Sie denken noch. Soll ich mal anfangen? Gerne. Also, wir hatten vorhin beim Essen schon mal darüber gesprochen, dass es in wenigen Jahren normal sein wird, dass Bürgerinnen und Bürger auch bei der Entstehung von Gesetzen mitarbeiten werden, einfach so im Brainstorming-Verfahren und so mitarbeiten werden, frühzeitig informiert werden und das löst dann dieses Akzeptanzproblem und das schränkt vielleicht auch die Klage, den Klagewillen etwas ein, weil man sich einfach mehr mitgenommen fühlt. Mhm. Ja, so. Und deswegen denke ich, dass alle Informationen, die noch, wo es noch um die Entstehungsphase des Gesetzes geht, sagen wir mal, es geht wegen mir los mit einem Entwurf auf Abteilungsleiterebene oder Ministerialratsebene, da geht's los. Mhm. Ja, so. Und dass man solche Dokumente bezogen auf alle Ministerien schon
einsehen kann, um dann, wo man eben kompetent ist, je nachdem in welchem Bereich man kompetent ist, ja, um dann in einer gewissen Frühphase schon Einblick zu haben in das, was später einmal als Gesetz fertig ist und auf jemanden zu und auf die Bevölkerung zukommt. Ja? Also der Fokus ist darauf, eben auch in der frühen Phase. Ja, ja, in der Entstehung, von, in der Entstehung von Gesetzen. Also nicht nur fertige Sachen, weil ich habe hier irgendwo gelesen, was wird veröffentlicht, alle Dokumente mit endgültigem Charakter. Ja, da habe ich schon ein Fragezeichen hingemacht. Und da habe ich jetzt mal darauf geantwortet, eigentlich auch wenn sie noch keinen endgültigen Charakter haben, sondern noch in der Diskussion sind, im Entstehungsprozess sind. Mhm. Ja? Also vor allem. In jedem Fall für so Interessensverbände ist das wichtig. Mhm. Also damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Interessensverbände, die negativ besetzt sind. Die wissen das sowieso. Also die Lobbyverbände, die wissen das eh. Die schreiben die Gesetze auch teilweise. Ja? Mhm. Sondern da meine ich jetzt also mal die ehrenamtlichen Verbände, die ehrenamtlich geführt werden, die aus Idealismus, sagen wir mal, geführt werden. Mhm. Diese Verbände, für die ist das wichtig. Okay. Also in der frühen Phase Einblick in die Entwürfe von... Mhm. Gut. Ja, wichtig, was wir ja eben schon besprochen hatten draußen in der Pause. Der endgültige Charakter, der ist ein bisschen schwierig definiert, sage ich mal. Für Informationen, die ich erlange und im späteren Verlauf irgendwann vielleicht andere Erkenntnisse sammle. Was veröffentliche ich dann? Das ist dann komplett neu oder wie mache ich das dann? Ja, also ich, wenn ich mich darauf versteife, auf den endlichen Charakter, heißt es, Vorgang rum, raus, dann war's das. Dann muss ich über dieses Thema nicht mehr sprechen. Aber man sollte vielleicht auch das öffentliche Interesse an der Information auch ein bisschen in den Vordergrund schieben, um zu sagen, hat die Öffentlichkeit Interesse daran, dass sie das weiß? Bei Umweltinformationen wird es ja mittlerweile schon gelebt. Ob das irgendwelche Wasserwerte sind oder gewisse Radioaktivitätsbereiche, ja, wo man sagt, wie hoch ist da die Strahlenbelastung. Und das sind ja Bereiche, wenn man unmittelbar dann von betroffen ist, kann das relevant werden. Und dann bringt es mir nicht, wenn es da irgendwann mal eine Anfrage gab, die war abgeschlossen, dann ist das Thema tot. Sondern dann muss schon wirklich nachgehalten werden, dass diese Information auch trotzdem frisch und aktuell bleibt. Also ich verstehe Sie so, dass sagen, einerseits geht es darum, dass auch ein früherer Zeitpunkt, bevor was abgeschlossen ist, das ist das eine und das andere ist auch die Aktualität. Also ja. Da im Sinne von, es wird ja auch, man lernt ja immer weiter dazu. Genau. Das sind so diese zwei. Es ist halt schwierig, weil auch vom Aufwand her, man produziert halt damit einen riesen Verwaltungsarbeitsdrang. Ja? Weil man muss ja ständig dann kontrollieren, habe ich das dann auch trotzdem noch aktuell. Aber gerade in dem Bereich Umwelteinflüsse etc. ist es doch schon wichtig, dass man da aktuell bleibt. Dass auch die Information, wo der Bürger hat, die gleiche ist wie die, wo die Verwaltung oder die Behörde hat. Weil aufgrund von Diskrepanzen von Informationen kann das schon in eine ganz andere Richtung laufen, das Ganze. Ja. Und dann wird es wieder schwierig. Weil dann endet es bei einer Klage und dann stellt man vor Gericht fest, man hat komplett andere Grundlagen gehabt. Und das ist, denke ich, auch noch ein Problem. Ja. Dann, ich habe jetzt als zwei Punkte verstanden. Einerseits früherer Zeitpunkt und andererseits Endgültigkeit versus Aktualität. Das nehme ich als zweiten Punkt immer auf. Ne? Das ist so, weil es auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, auf welcher Basis man dann auch... Ja. Mhm. Und damit Relevanz der Daten. Ne? Genau, richtig. Ja, danke. Ich mache es bitte so. Also, ja. Wie man mag, darf auch durcheinander gehen. Ich überlege mir einfach so, welche Informationen transparent gestaltet werden, auch so Informationen einfach schon ein bisschen für bestimmte Gruppen nochmal irgendwie ein bisschen eingegrenzt, damit man da nicht im Uferlosen sucht. Also, dass man das schon sagt, mir fallen jetzt natürlich spontan Familien ein, dann wieder Senioren, dann Vereinsarbeit, Ehrenamt, so diese Sachen. Und ich würde das dann irgendwie auch nochmal
so auf verschiedene Ebenen tun. Ebenen. Einmal derjenige, der was sucht und will schnell was drankommt, dann aber auch wieder der, so wie Sie, der sich viel intensiver damit beschäftigt, dann eine Schublade unten drunter nochmal die größere Schublade aufmachen kann und da genau die Gesetze findet und das alles. Das, so kann ich mir das irgendwie vorstellen. Mhm. Fast schon ein Hinweis auf unsere zweite Frage. Ja, nämlich, ich guck mal, vielleicht tue ich es dahin eigentlich, weil es gehört eigentlich zur zweiten Frage, ja, ob man das ausschneiden kann. Ja, kann man irgendwie nicht. Ich sehe mich halt schon wieder vor dem Computer und wie will ich das machen, wie will ich drankommen? Sie haben recht, ja. Genau. Mhm. Aber so wirklich so, dass man für verschiedene Gruppen wirklich so die Angebote hat. Ich glaube, das wäre so, was ich mir wünsche, was da transparent sein soll. Mhm. Mhm. Ich sag mal Profis und Laien, ja. Wenn ich das so, also ja, mal, ja, mal so ich mein, zu kürzen, ja. Laie schreibt man, glaube ich, so. Ja. Ja, aber das ja. Verständlich, ja? Ja. So, ich habe es jetzt schon unter der nächsten Frage, das ist schon ein Vorgriff auf unser anderes Thema, aber da passt das einfach hin. Ja. Also ich denke halt auch einfach, es ist ganz, ganz wichtig, dass halt auch nachvollziehbar ist, was da wirklich passiert. Und deswegen sollten halt besonders halt so Gesetzentwürfe halt oder auch was halt, damit halt wirklich der Bürger mal mitkriegt, was passiert da. Wie passiert das und wie läuft das ab, damit er das nachvollziehen kann. Was da im Grunde wirklich passiert, damit man halt wirklich weiß, okay, die kommen mit diesem Ansatz und das verändert sich aber noch durch die Zeit so und so, weil die wieder den Ansatz bringen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man halt einfach sowas veröffentlicht wird. Ja. Mhm. Also auch dieser Entscheidungsprozess, Entscheidungsgestaltungsprozess. Ja, einfach auch eigentlich. Aus dem Grund, weil dann sieht der Bürger, also die Bürgerin oder der Bürger, halt gerade vielleicht was er für sich noch nie interessiert hat, aber dann sieht er, das kam so. Und dann denkt er sich vielleicht, ich hätte es vielleicht anders gemacht. Dann kommt vielleicht auch die Eigeninitiative, dass man denkt, ah, da will ich jetzt vielleicht auch was machen. Und dann können sie auch vielleicht wieder zu was Besseren tun. Also das heißt auch zu einem früheren Zeitpunkt, auch in Dürfe? Ja. So. Ja, halt relativ früh, dass man halt auch dann den Vorgang sieht, wie das sich vielleicht auch noch verändert. Das kann natürlich schlecht sein, wenn man denkt, ja, das verändert sich noch so oft. Aber man sieht halt auch mal, wie sowas wirklich abläuft und halt diesen Vorgang, diesen Prozess halt einfach. Das ist, ja. Klar, danke. Und sie ist sozusagen fördern für die Gesetzgebung, das würde ich mir auch für ein Planstellungsverfahren wünschen. Für ein Planstellungsverfahren? Dass das von vornherein wirklich sichtbar ist, was hat die Gemeinde, was hat da damit vor, wo sind Ansätze, wo können sich Bürger beteiligen und wo sagen wir, nee, das muss jetzt erstmal im Kleinkreis, das der bauliche Sachen, die geplant sind, dass die schon im Vorfeld sichtbar werden. Entweder man erhebt einen Einspruch oder sagt, okay, damit müssen wir leben oder damit können wir leben. Dass das frühzeitig schon, wenn es eben eine Notwendigkeit ist, dass dann auch der Bürger die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Hier wurde ja so gesprochen, einerseits dieser Moment, es gibt ja diesen Moment, wo man noch darüber nachdenkt, ob man es überhaupt macht und dann sozusagen in dem Moment, wo man in die Planung steigt. Aber wenn die Planung, und Sie sagen, wirklich, dann bin die Planung. Dann soll es öffentlich gemacht werden, dass er das auch mal vor. Und dann muss sich jeder damit auseinandersetzen. Und kann sich jeder damit auseinandersetzen. Mir wird noch was einfallen, vielleicht was für Konzerne oder so interessant ist, wenn zum Beispiel was gebaut wird, also von der Gemeinde in Auftrag gegeben wird, dass die Leute, die zum Beispiel Auftrag nicht bekommen haben, gucken können, nach welchen Kriterien wurde es vergeben, also was haben wir zum Beispiel nicht erfüllt und sich daran auch verbessern können. Cool. Also die beiden Fragen da oben, welche Informationen sollen transparent gestellt werden, was will ich als Bürgerin oder Bürger wissen? Beide Fragen lassen sich eigentlich mit einem einzigen Wort beantworten. Und das heißt alles. Weil, ja, ist tatsächlich so, weil so vielfältig wie die Informationen sind, die da im Netz veröffentlicht werden oder auch nicht,
so vielfältig sind die Fragestellungen und die Wissensbegierden von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern aus den verschiedensten Gründen. Die sollten die Möglichkeit. Zu spät. Oh, ist zu spät? Ich kann es noch ändern. Moment, Entschuldigung. Ich glaube, ich weiß mal auf. Da. Einmal da oben Unternehmen geschrieben, oder? Für Bauaufträge oder so. Ja. Oder wie man sich. Also. Dahin? Ja, nein, also ich dachte, Vergabeprämien für Aufträge sind eine wichtige Lernmöglichkeit für Unternehmen. Das kommt Unternehmen so oft vor. Danke. Alles. Jetzt? Ja, das alles, also doch. So. Ja, also wie gesagt, alles, doch, ich sage jetzt mal alles. Alles und begründe das damit, dass es gibt eine Vielzahl von Menschen, die unterschiedlichsten Informationen schon haben, beziehungsweise sich da weiterentwickeln wollen, weiter informieren wollen, ja, und deswegen am Recherchieren sind. Dass alles hypothetisch ist, ist mir auch klar, weil wir haben im Gesetz steht drin, es gibt einen Eigenbereich des Regierungshandelns. Ja? Das bedeutet, wenn der Gesetzesentwurf, sagen wir mal, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, noch gar nicht geschrieben ist, dann gibt es aber im Ministerrat schon mal einige Diskussionen darum, was soll eigentlich da rein, und da gibt es da eine Vorlage, eine allererste Gedanke, und ein halbes Jahr später wird da mal was draus, ja, weil man da ja am Recherchieren ist und so was. Aber es kommt irgendwann der Punkt, wo dann Sachen veröffentlicht werden können, und das meine ich unter alles, und das sollte man auch großzügig, sollte man da auch rangehen. Bezogen auf Entscheidungsprozesse, ist jetzt wieder nicht personenbezogene Daten, könnte man ja auch drunter verstehen, nur damit man es deutlich macht, bezogen auf Entscheidungsprozesse. Ja, auf Entscheidungsprozesse. Ja, das der Landes... Regierung. Die anderen Sachen hier, Steuern oder sowas, alles, das schließt das Gesetz ja schon aus. Ja, das sehe ich genauso. Ja. Das ist auch richtig. Weil wir haben ja diesen Widerspruch Datenschutz und Transparenz. Das ist ein Widerspruch natürlich. Und da muss man abwägen auf vieles. Ja. Ich habe noch eins, die Frage, was will ich als Bürger, Bürgerin wissen? Das ist ja dann wiederum dieses Alles und gleichzeitig die Vielfalt. Wer ist der Bürger? Wer ist die Bürgerin? Ja, das ist ja so eine Bandbreite von Menschen, an Bildungsschichten, an Interessenten, auch zum Beispiel an Sprachen, ja. An unterschiedlichen Muttersprachen zum Beispiel und so. Wer ist der Bürger? Wie kann ich dem Bürger, den es in millionenfacher Ausführung gibt, gerecht werden? Ja. Jetzt machen Sie das mal in einem schönen, ordentlichen Satz. Nee. Vielfalt und Bandbreite der Menschen beachten, sage ich jetzt mal. Ich verstehe Sie wieder so, dass es so ein bisschen auf dieses, auf die Abnehmer. Ne? Auf die Abnehmer, auf die nachher suchen, die gucken, ja. Genau. Ich meine, Sie können ja natürlich versuchen, sich mal reinzuversetzen. Also wir sind bei der Frage, was könnten Daten sein oder Informationen sein, gewünscht werden. Wenn Sie sich genau diese Bandbreite vorstellen, worauf kommen Sie dann? Wie groß ist eigentlich die Bandbreite, was die Menschen, die in unserem Land wissen möchten? Da versuchen wir unter anderem hier in dieser Runde rauszufinden. Ja, okay, aber in so einer Veranstaltung, muss ich sagen, kommt ja ein relativ ähnlicher Typ von Menschen. Ja. Man hat jetzt nicht so einen Querschnitt halt. Ich finde es auch schwierig, weil wenn man sagt, was will ich als Bürgerin und Bürger wissen, weil das ist einfach so, es gibt so viele verschiedene Arten von Menschen, die möchten alle was anderes wissen. Und im Endeffekt jeden zufriedenstellen kann man sowieso nicht. Und es ist halt auch echt schwierig für Menschen, die sich halt wirklich nicht engagieren, zu sagen, wofür würden die sich interessieren, wenn sie es nicht sozusagen Teil dessen dran haben. Und dann finde ich es echt schwierig zu sagen, was will ich als Bürgerin und Bürger wissen. Weil im Endeffekt wissen wir nur das, was wir wollen. Ja, das ist völlig ausreichend. Ja. Also das ist jetzt für unsere Diskussion jetzt völlig ausreichend. Sie müssen sich nicht reinversetzen. Ja gut, das habe ich ja vorhin schon gesagt, was ich mir was meine Themen sind. Das ist einfach Familie, Senioren, Ehrenamt. Das schreibe ich jetzt noch rein. Und was da? Ja, was,
Ja, einfach so. Nein, wir haben ja eben gesagt, für was würden wir uns interessieren. Genau. Ja? Und da fällt mir ganz spontan ein, eben, das fanden wir wirklich das Thema Familie. Mhm. Das habe ich natürlich ganz groß auf dem Schirm. Mhm. Dann ja, Senioren, einfach von meinem Alter her, klar. Ehrenamt, weil ich mich ja doch versuche zu engagieren. Mhm. Ja, Umwelt sowieso. Aber was ist das denn bei Senioren? Ist das der Bereich, was wird alles angeboten? Was gibt es für Organisationen? Was ist da alles möglich? Oder ist das der Bereich Inhalte? Was machen die einzelnen Gruppen, die Seniorengruppen so? Mhm. Oder was ist das bei Senioren? Genau, das ist es dann nachher. Das sind ja nachher wieder die ganz unterschiedlichen Fragen, die dann wahrscheinlich so die Menschen haben. Und, für Sie persönlich jetzt? Also wir können nicht sagen, was für Sie interessant wäre. Die Idee, morgen die Idee. Das kann ich Ihnen jetzt so genau nicht sagen. Das ist heute wirklich mal, was für Verbände gibt es. Und das ist morgen, wie sieht da eigentlich dazu die Gesetzgebung aus? Das kann also anspruchsvoll angelegt sein. Das kann aber auch ganz... ganz einfach angelegt sein, wo es der nächste Seniorenstammtisch ist. Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass das Arbeitspapier schon eigentlich einen Großteil, ich sage mal 95% abdeckt an Dingen, die auftreten. Ja. Okay, das nehme ich auch auf. Wenn ich das sehe, die Verträge von allgemeinem öffentlichen Interesse sind, da decke ich schon, das hat ja auch Dr. Meyer gesagt, schon ein großes Spektrum mit ab. Und auch die anderen Dinge, die hier genannt sind, in der transparenzpflichtigen Information, in dem Bereich, auch Geodaten und sowas, das sind so Sachen, das Spektrum ist einfach schon wirklich sehr ausgereift. Das Problem ist halt, wie tief geht man wo, wie rein? Das Thema Senioren ist zum Beispiel. So mein. Mein Hintergrundgedanke ist dann immer, ist das auch leistbar von der anderen Seite her? Ja, also dass dann die Verbände dementsprechend auch die Möglichkeit haben, das auch irgendwie umzusetzen. Mhm. Ja? Weil es ist immer schwierig, wenn man sagt, ja gut, das ist das Thema, dann müssen wir was veröffentlichen. Aber es muss ja auch erstmal produziert werden, es muss erstmal hergestellt werden, dass es auch für den Bürger draußen verständlich ist. Mhm. Weil das ist wichtig, die Problematik liegt auch da drin, ich kann zwar was veröffentlichen, aber damit kann keiner was anfangen. Ja. Keiner weiß, wie ich das handhaben muss. Mhm. Und dementsprechend muss man da auch drauf achten, dass auch die Information für den Bürger erklärbar ist oder nachvollziehbar ist. Ja. Das ist praktisch auch schon so ein bisschen unsere anschließende Frage, wo wir dann Fokus nochmal drauf legen, wie müssen die Sachen aufbereitet sein. Also ich nehme es jetzt einfach mal auf, aber so wollte das nochmal auch deutlich machen. Ich kann ja eigentlich nicht sagen, dass es so kommt, das klingt auch andersrum vielleicht so ist, für den, der den Antrag sozusagen abgeben muss. Also dass die Bürger müssen natürlich auch genau sozusagen wissen, was wollen sie. Und so. Also jetzt für den, der den Antrag stellen muss, das ist halt so ein Hand-in-Hand-Arbeiten, muss ich sagen. Also die Weise wissen vielleicht nicht genau. Er muss gut begründet sein, ne? Ja. In dem Moment, was brauche ich jetzt in dem Arbeitsfeld, wo ich gerade bin, dort brauche ich die Information. Ja, also Sie können wirklich aus der Erfahrung, aus der Sie aus Ihrem Lebenserfahrungen Ideen einbringen. Also das muss jetzt. Sie müssen es nicht komplett für alle mitdenken, sondern können wirklich das, was Ihnen einfach jetzt direkt einfällt, noch loswerden. Ansonsten, also Ihre direkten Ideen, es muss ja nicht umfassend sein. Also ist das in Ordnung, wenn er das mehr auf der schon etwas höheren politischen Ebene sieht? Absolut, also alle. Voll in meinem Alltag. Deswegen, ich meine, ist ja schon ein gewisses Grad an Vielfalt. Aber was trotzdem wichtig ist, dass auch ein gewisser Bereich, das ja auch genannt wurde, trotzdem nicht transparent ist. Weil ich bin kein Fan von, dass alles durchweg durchschaubar ist. Mhm. Weil man hat die Problematik, dass auch vieles im Keime erstickt wird. Mit einer Idee, wenn ich eine Idee in den Raum stelle, heißt das noch lange nicht, dass die Idee gut sein muss, aber sie kann zu einer guten Idee führen. Mhm. Und wenn ich dann irgendwas entwickle und sage, hier die Möglichkeit. Regieanweisung aus dem Hintergrund. Die Möglichkeit halt auch etwas zu sagen, ohne automatisch dann, ach Gott, das wird ja veröffentlicht, Transparenzgesetz und.
das kann auch Hindernis sein, um gewisse Ideen und Chancen zu entwickeln. Und daher, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, der wirklich engste Kreis, landesregierungstechnisch, dass sie auch laut denken dürfen und nicht einfach dann dafür gegeißelt werden, dass sie Transparenzgesetz durchsetzen müssen, nur weil sie mal eine Idee oder einen Ansatz hatten, wie man etwas macht. Ja, nur wenn es laut ist, dann ist es ja schon öffentlich. Ja. Weil sonst würden wir das ja gar nicht hören. Ja, ja klar. Aber wie gesagt, trotzdem, dass es so einen Kernbereich gibt, wo man sagt, ist klar. Da verständigt man sich drauf, dass der nicht dazu gehört. Und der ist auch, wie schon gesagt wurde, personenbezogene Daten, Steuerrecht und so. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass man da sagt, da ist eine Grenze erreicht und man da muss, geht es einfach keinem was an. Man muss Gedanken aussprechen können, ohne dass sie direkt öffentlich werden. Genau. So. Ja, genau. Ich glaube, das wird man später vielleicht noch merken, nachdem es eingeführt wurde, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten an Fragen gestellt werden können. Also da muss man gleich halt mitwachsen sozusagen. Und auch bei Dienstplänen, gerade von Polizisten, das ist das einfach so wichtig oder was weiß ich nicht, was noch alles gibt, aber da sollte man wirklich darauf achten, dass es halt einfach gerade aus rechtlicher Lage, dass man da aufpasst, dass nicht alles eben transparent ist, weil es zu erheblichen Problemen kommen kann. Also. Auch staatssicherheitstechnischen Gründen, ne? In diesem Transparenz, dass man von einem zum anderen immer gehen kann. Zum Beispiel jetzt, wie Sie sagten, Gesetzgeber gleich am Anfang, ich will aber erstmal wissen, was wollen Sie überhaupt. Oder ich will jetzt von diesem Punkt in ein ganz anderes gehen, dass ich dann nicht erstmal mal raus muss aus dem Gesetz, sondern immer gleich von okay, das ist Punkt zu Punkt gehen kann. Mhm, das ist auch schon wieder ein Punkt zur Umsetzung, so, nehme ich dahin auf. Oh, nee, kein Problem, ich versuche es nur mal. Ich habe mich jetzt völlig in Ordnung. Ich habe mich wieder gesehen, dann Gegner schrift so, dann will ich was suchen und dann. Dass die Vernetzung innerhalb dieses Moderatoren darauf aufpassen. Nehme ich auch. Das Konstrukt, das da gewährleistet ist. Ja, genau. Mhm. Ich kann noch parallel zu beiden Fragen, also wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde zu der ersten, welche Daten können jetzt auch übergehen zu der Frage, wie soll es aufbereitet werden? Das ist zwar noch nicht offiziell angekündigt, aber also wir können parallel auch in beiden Fragenbereichen surfen. Umsetzung, und zwar gerade hier, ich weiß, dass es nicht geht, dass jetzt alles in leichter Sprache formuliert wird, aber ich würde schon versuchen, dass es halt einfach das nahe an der leichte Sprache ist, weil ich finde es halt einfach schwierig für Menschen, die damit nicht dauernd zu tun haben oder vielleicht generell sich erstmal reinlesen wollen, dass eben halt nahe an der leichten Sprache ist, weil sonst wirklich schwierig ist, für die sich überhaupt reinzulesen. Und dann finde ich es auch schon wieder schwierig zu sagen, interessiert der Bürger soll sich dafür interessieren, aber es gibt keine Chance dafür, weil er es einfach nicht verstehen kann oder sie. Und dann finde ich es halt wirklich schwierig und sollte es halt wirklich verständlich gemacht werden. Genau, Sprache kann Hürde für das Interesse sein. So ist es auch, ne? Unverständliche Sprache ist so. Weil da kann es dann auch gerade zu Problemen kommen, dass vielleicht jemand das falsch versteht auf irgendwas. Weil dann das liest er dann und dann versteht das aber nicht komplett und dann versteht er nur die Hälfte und erzählt aber das Doppelte. Für das Interesse und auch für die Mitgestaltungsmöglichkeiten, ne? Ja. Ja, dann hat man ein Stück Papier, versteht es aber nicht. Ja. Das ist einem auch nicht viel geholfen. Ja. Ja gut, oder zumindest man muss wissen können, an wen man sich wenden kann, um Fragen, die sich aus so einem Papier ergeben, von dem, wer die beantworten kann. Das muss aus so einem Dokument hervorgehen. Ansprechpartner. Ja. In Form eines Forums? Oder bitte? Also so ein Forum, dass man dann halt da so Fragen reinstellt? Oder ach so, habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber sowas ist auch immer hilfreich. Ja, sowas ist eigentlich immer sehr hilfreich. Nee, ich habe jetzt einfach mal an eine ganz einfache Sache gedacht. Da ist ein Papier jetzt im Netz. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, sage ich jetzt einfach mal. Und das liest jetzt jemand durch und er versteht zwei, drei Sachen nicht, hat da weitergehende Fragen. Und entweder gibt es dann Querverweise nach dem Motto, zu diesem Thema hier ist der Link dazu. Ja? Oder aber es gibt den direkten Ansprechpartner, also Papier wurde verfasst von dem und dem, ja? Ist erreichbar unter E-Mail sowieso. Ja. Ja?
Fragen bitte gerne richten an und so weiter. Ja, ich könnte mir, gibt's halt, auch. Mir ist gerade eingefallen, die Sache mit diesem Forum, das wäre, finde ich, eigentlich eine gute Idee, sowas zu machen, weil einfach, dass dann auch vielleicht interessierte Bürger, die sich vielleicht damit mehr auseinandersetzen, anderen Bürgern helfen, ist ja eigentlich wieder eine schöne Idee, so denke ich, dass es halt dann auch Das ist ja diese Idee, ist ja diese Forumsidee, ja. Gell? Ja, 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 eben. Der Vorteil daran ist auch, Fragen, die wiederholend aufkommen, sind dann schon vorab beantwortet. Ja. Genau. Also ich muss nicht immer wieder das Gleiche runterleiern, sondern ich habe dann wirklich ein Muster, wo dann sagt, das ist so und so und so zu verstehen. Und dementsprechend kann man da schon Vorfragen im Endeffekt notieren, weil man weiß, es war so und so gemeint. Dann ist auch die Arbeitslast, wo damit dann anfällt, wenn man wirklich ein kompliziertes Papier hat, relativ gering. Apropos kompliziertes Papier, da habe ich jetzt mal eine ganz andere Idee. Was passiert mit unseren, oder hat da die Landesregierung überhaupt schon hingedacht? Wir sind ja hier alle unserer Sprache mächtig, aber es gibt ganz viele, die auch Bürger unserer Kommunen, unserer Städte sind, die der Sprache nicht so mächtig sind. Ja. Haben die eine Möglichkeit oder wurde überhaupt daran gedacht, dass man sagt, ja. Also mit Personen, die des Deutschen nicht mächtig sind, meinst du? Des Deutschen. Ganz persönlich zum Beispiel, wir haben, mein Mann hatte eigentlich ausländische Kollegen, die kommen heute noch, obwohl die mein Mann schon 5 Jahre in Pension ist, die kommen heute noch mit Dokumenten und sagen, kannst du uns das mal übersetzen? Erklären. Ich habe das gelesen, aber. Was ist damit? Ja, aber auch diese Übersetzungssache, Mensch, das ist ein ganz, ganz weites Feld. Ja, wie gehen wir damit um? Wir haben ganz viele ausländische Mitbürger. Ja, alles übersetzt. Ja, die Problematik ist, man sieht es zum Beispiel auf europäischer Ebene. Also viele Leute beschäftigt. Im EU-Parlament ist es so, jeder kann seine Amtssprache, die er hat, ausführen. Er kann in dem Parlament reden, das, was er spricht. Das hat die Folge, dass jedes Papier von jedem Parlamentarier übersetzt wird in jede Sprache und für jeden auch zugänglich ist. Ist ja auch gut in der Institution. Die Problematik ist, wir bauschen da einen riesen Apparat auf, wenn wir dann sagen, das muss dann in allen 14 Sprachen, wo wir jetzt so allgemein alle haben, vorweisen können. Das ist schwierig machbar. Aber wenn wir sagen, große Sache machen, das ist ja wirklich für andere Länder, für andere Bundesländer, könnten wir jetzt Vorbild sein. Wie Hamburg, wie wir uns ja nach Hamburg richten können, jetzt die anderen, wenn wir aber 15 Millionen oder wie viel haben wir? 15 Millionen ausländische? Oder mit Migrationshintergründen, darf muss man sagen. Naja, ganz Deutschland, Schweiz, jetzt reicht ja schon. Also, wenn wir sagen, wir sind eine multikulturelle Gesellschaft, wenn wir das anerkennen, und das als, natürlich sind wir das, und das als was Positives ansehen, dann ist eigentlich die Konsequenz des Handelns genauso zu arbeiten, dass es dann auch Menschen mit Migrationshintergrund, die eben ganz andere Sprachen, und die sprechen noch sehr viel mehr Sprachen, wie die Sprachen, die da im EU-Parlament gesprochen werden, ja, dass die das auch, daran auch partizipieren können. Das ist in der Tat ein Thema, das sehr viele Arbeitsplätze für bestimmte Berufsgruppen schafft. Aber das ist eben so. Die Frage ist halt auch, macht man das unter Anfragesinne? Also ich habe jetzt eine andere Muttersprache und sage, ich hätte gern dieses Dokument in meiner Muttersprache. Oder macht man das so, dass man prinzipiell übersetzt? Wo ich sage, das wäre kritisch zu sehen, weil das vom Verwaltungsaufwand viel zu umfangreich wäre. Ich denke, das müsste dann fallbezogen. Damit dorthin denken, muss man auf jeden Fall. Ja. Du kannst das nicht einfach ausklammern und sagen, ja, jeder, der es liest, ich weiß nicht, ob das in dem Gesetz drin ist, in dem Gesetzentwurf jetzt schon. Das müssen wir mal untersuchen. Ich habe nicht ganz gelesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, aber. Also ich nehme jetzt schon gut. Nehmen Sie mit, dass man irgendwie Angebote schaffen muss, aber nicht alles übersetzt. So verstehe ich ein bisschen die Diskussion. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dass man halt nach Anfrage halt es dann so entscheidet, weil das finde ich auch extrem gut, weil es ist echt schwierig zu sagen, wir übersetzen das jetzt in so viele Sprachen und dann kommt auf einmal jemand aus Afrika und sagt, ich möchte aber auch gerne mal lesen. Ja. Und dann finde ich es einfach auf Anfrage viel, viel besser und auch
für die Verwaltung eben. Ja, genau. Sonst ist das alles nicht tragbar. Allein im Arabischen gibt es ja so viele Dialekte. Ja, ja, im Chinesischen auch. Das weißt du, das reicht ja schon von pfälzischen Hochdeutsch. Also von daher. Ja, ich würde auch sagen, es muss nicht unbedingt der Migrationshintergrund sein, damit man so ein Dokument Schwierigkeiten hat. Ja. Genau. Viele interessierte Bürger, die in der Stadt wissen wollen, was los ist. Wobei manches Arbeitspapier in Pfälzisch würde mich schon mal interessieren. Ja, das muss nicht sein. Ah ja, genau, da steht es ja schon. Genau, jetzt sind wir schon sozusagen offiziell bei der zweiten Frage angekommen. Okay. Wie müssen. Also wie soll. Das kann auch bis hin zur Benutzeroberfläche sein. Also wie soll die Seite ausschauen, aber auch. Ja, ja. Übersicht. Also, es muss ja übersichtlich sein, dass man da im Dschungel sich verheddert und dann am Ende gar nicht mehr weiß, wo man ist. Ja. Also ich würde sagen, das ist eben genau das Thema, wie man die Website gestaltet, ist sehr wichtig, damit man zum Beispiel auch den Leuten in der Verwaltung Arbeit nimmt, die Fragen nicht so häufig gestellt werden, dass man also zum Beispiel Rubriken hat, wie eben häufig gestellte Fragen, also Basics, dass man gucken kann, ist meine Frage überhaupt schon mal genommen worden. Und dass man dann alles in Kategorien, also sehr übersichtlich gestaltet, vielleicht durch Kategorien oder sowas. Also, beispielsweise genau so eine FAQ-Seite oder sowas war der Vorschlag, ne? Ja, dieses Free-Athleten. Ja, aber dass man eben alles einteilt vielleicht. Dass man noch, wenn man sieht, ja, die Person hat jetzt Fragen, die in eine bestimmte Richtung geht, dass man passende Verlinkungen oder sowas dazu anbietet. Mhm. Auf einen Ja, das hat sich noch die spannende Frage, ne, wie man eine Frage übersetzt in dahinterliegende Information. Also, woher weiß ich, auf welche Information ich zugreifen muss, wenn ich eine bestimmte Frage habe? Das setzt ja schon ein bisschen was voraus. Was auch sehr interessant wäre, das habe ich auch schon auf der Online-Plattform unter dem Beitrag gesetzt, dass wenn ich eine Frage habe zu etwas, auch dieses Themenfeld wie eine Abonnierung machen kann, wenn sich dort etwas ändert. Ah ja, genau. Ja, also wenn ich etwas habe, ein Sachverhalt XY, und ich möchte trotzdem über dieses Thema weiter informiert werden, weil es einfach mein Interessensbereich ist, zum Beispiel Umweltdaten, dass ich wie so eine Benachrichtigung bekomme, es ist wieder was Neues drin, den und den Bereich, und das will ich auch für jede Ebene. Dass ich das dann von der Struktur her von ganz klein bis ganz groß von der Auswirkung im Grunde sehe, dass da etwas passiert. Von ganz klein bis ganz groß. Also im Sinne von, wenn ich in der Unterebene bin, Umweltdaten im Bereich, was weiß ich, Wasser, ja, Wasserqualität, dass ich dann weiß, Wasserqualität, da mache ich mein Feed drauf, dass ich das immer wieder aktualisiert bekomme, oder dann einfach generell auf Umweltinformationen, dass ich dann den Oberbegriff dafür nehme und dort von Informationen kriege, das hat sich geändert. Also, ich hätte vielleicht eine Idee, dass so die Bürger sich dort selber gegenseitig helfen, dass bei vielen Fragen man manche Menschen vielleicht sozusagen als Experten kennzeichnet oder sowas. Also, ist die Frage, wie kann man sich darauf verlassen, dass sie auch wirklich was können. Aber wenn man weiß, da ist jetzt so eine Art Forum und wir haben auf manche Fragen schon geantwortet, zufriedenstellend die Bürger, dass man dann eben auch Arbeit umschichtet und sagt, hey, ihr könntet, also man Rollenverteilung sozusagen, dass man sagt, ja, der kann zum Beispiel kennzeichnen. Besonders gut mit Rohrverlegen oder sowas aus. Also, dass die Bürger untereinander sich noch helfen können, vielleicht. Ja, wie sollen die Informationen bereitgestellt werden? Als PDF oder wie? Oder ich weiß nicht. Vielleicht gibt es was ganz anderes, was noch besser ist. Da habe ich zu wenig Ahnung. Vor allem, wenn es aus dem Band kommt. Gut, das ist sowieso klar. Ankommen muss man schon an die Informationen, das ist klar. Aber in welcher Form jetzt? Wie sollen sie bereitgestellt werden? Kann ich einfach nicht abmachen. Gut, die Schwierigkeit besteht auch darin, wo oder wie will ich die Information nutzen?
dementsprechend ist ja auch mein Format abhängig. So, gerade im Bereich von Geodaten ist die Auslegung von meinem guten Format relativ schwierig. Viele Bereiche brauchen die ganz anders aufbereitet. Daher würde ich ein System favorisieren, wo man sagt, eine Standardformatierung und eine beliebige Art, dass man sich auf ein Standardformat einigt und sagt, das ist unser Grundding, damit kann fast jeder umgehen, ja, mit Flächendeckung umgehen, das kann man nicht hinbringen, dass jeder das öffnet, aber dass man zumindest den größten Teil abdeckt, wo man sagt, das kann jeder mit bearbeiten oder öffnen, aber trotzdem eine Alternative bietet. Und sagt, da sind die Rohdaten drin, da ist wirklich bis aufs Letzte reduziert, das sind die reinen Informationen. Also ich glaube noch, damit auch jeder Bürger genau an die Information kommt, also die genau seine Frage beantwortet, wird er ja vermutlich dann schon in kurzer Zeit sehr viele Möglichkeiten geben. Also es ist ja alles, weicht ja dann voneinander ab, dass man vielleicht probiert, sehr genaue Filtermöglichkeiten einzuführen. Also dass man das schon genau einstellen kann. Es geht um das und in dem Zeitraum oder in der Größenordnung oder in der Region, dass man auch gewährleisten kann, dass die Leute genau auch auf ihre Fragen antworten. Was ich zum Beispiel auch ganz wichtig finde, ist, dass es halt wirklich publik gemacht wird, dass es nicht nur intern quasi dann publik gemacht ist, dass die, die sich gerade dafür interessieren, sondern dass halt wirklich das an die breite Masse kommt, dass halt wirklich jeder davon weiß, es gibt jetzt das Transparenzgesetz, das lässt uns das und das tun und freigeben quasi, damit wirklich alle mal wissen, was sie damit auch erreichen können, was sie damit vielleicht auch herausfinden können für sich selber, was die eigenen Vorteile sind. Weil ich denke halt einfach, dass es für die Person, für den Normalverbraucher, der schaut sich jetzt nicht so die genauen Gesetzentwürfe an. Und dass die dann halt auch herausfinden, das gibt's jetzt und das, damit können wir das und das halt ja, erreichen. Also Sie sagen so, dass es wichtig ist, dass man das bekannt macht, dass es das überhaupt gibt. Ne? Das ist hier auch unser nächstes Thema. aber richtig, ja, genau. So, ja. Upsala. Kommen wir dann auch nochmal drauf, Ideen dazu zu sammeln, aber es ist einfach nochmal klar zu sagen. Ja. Aber tatsächlich sind wir noch bei der Frage Anforderungen, was sind so ein bisschen ihre Anforderungen daran, wie die Daten aufbereitet, wie die Oberfläche aussehen müsste. Aus heutiger Sicht wird sich ja auch weiterentwickeln natürlich, aber was fällt Ihnen dazu ein oder was möchten Sie den Machern damit auf den Weg geben? Also diese Oberfläche muss einfach sehr bedienerfreundlich, benutzerfreundlich sein. Also ich möchte nicht dann jedes Mal, wenn ich an den Computer gehe und da reingucken will, meinen Enkel holen, der mir dann hilft. Also der Standard müsste dann schon erreicht sein. Ich habe schon Julius daheim. Früher hieß es irgendwie enkeltauglich und jetzt ist es irgendwie... Oma-tauglich. Enkeltauglich sind diese die Computer. Ich erlaube es mir mal so hinzuschreiben. Sie wissen, wie ich es meine, wirklich sehr sehr benutzer. Aber das ist dann von Nutzerfreundlich. Kümmern sich die Webdesigner schon. Das glaube ich nicht. Welche Website wird denn nicht mit dem ursprünglichen Ziel gemacht, das möglichst gut zugänglich zu machen? Ja. Ich denke auch. Also vielleicht so eine Suchfunktion eben, dass man auf dem Datenbank zugreifen kann. Ja. Suchleiste auf der Seite. Ja, und zum Beispiel, was ich auf jeden Fall machen würde, das haben ja viele Websites auch schon, dass man es groß und klein stellen kann, wegen der Lesbarkeit. Also so ein Gesetzdingens da. Barrierefreiheit. Ja, das muss einfach, da muss man einfach die Buchstaben vergrößern können. Das geht. Ja, ich glaube, das ist auch. Ja. Und ich nehme es trotzdem auf, einfach klar. Halt so Rubriken oder so, es wäre halt auch wirklich praktisch, dass man sagt, so, das sind so quasi Genre irgendwie halt schon, dass man darum geht es jetzt da und dass man dann quasi schon da so ein bisschen spezifizierter hat. Da ist zum Beispiel Umweltschutz und dann geht man da nochmal drauf, dann findet man da nochmal wieder Rubriken. Und dann, das hatten wir vorhin beim Forum, dass man da die Fragen. Thematisch sortieren nach Rubriken, ne? So verstehe ich das. Halt auch eine Erleichterung. Wie mit den Filtern. Ja. Ja.
vielleicht so, dass man sagt, dass es eine Tiefe ist. Also man will ja nicht unbedingt 600 Seiten mit Publikationen und Gesetzesentwürfen und Anträgen. Also manche wollen das, ja, und manche wollen vielleicht auch einfach nur einen groben Richtfaden, also dass man einstellen kann, will ich jetzt nur ein bisschen grundlegende Informationen oder will ich das tiefer in die Materie, dass man das eben, jeder hat ja da andere. Wir gehen so in 5 Minuten mal so von Tisch zu Tisch. Also noch nicht die offizielle ganz große Vorstellung, nur so ein kurzes Highlight. Wer würde denn von Ihnen mal so ein paar kurze Punkte vorstellen wollen? Ein paar Highlights aus den letzten beiden Runden. Das könnte ich zur Verfügung stellen. Wir sind sehr produktiv. Ja, wir sehen es ja auch ganz viel. Es geht jetzt nicht um die Vollständigkeit. Achso, soll nicht die Moderatorin? Deswegen war Schweigen in der Runde. Ja, die sprechen nachher dann auf dem Podium, kriegen sie natürlich nochmal den Ausdruck. Dann haben sie auch nochmal die Kaffeepausezeit. Jetzt das gibt es nämlich auch noch. Also wir haben 2 Rollen. Jetzt kurze Sprecher und nachher große Sprecher. Ja. Nur so, dass sie nicht so ganz. Lass mal die Jugend raus. Super. Ja, hab ich das Gefühl. Genau, gut. Sie machen es? Ja, so. Wunderbar. Genau, soll ich das dann da... Meine Damen und Herren, ich darf ganz kurz einmal stören. Ich bin die lebende Zeitansage. Sie haben noch ungefähr 10 Minuten Zeit, dann vielleicht langsam zum Ende dieses zweiten Blocks kommen. Wir haben es gerade schon an den meisten Tischen angekündigt. Ich würde dann kurz einmal rumgehen und bei Ihnen zwischenfragen, wo Sie gerade so stehen, was der aktuelle Stand der Diskussion ist. Würde einfach spontan irgendjemandem, der mich vielleicht nett anlächelt, das Mikrofon unter die Nase halten und dann kann er einmal ganz kurz sagen, wo der jeweilige Tisch gerade steht. Also so ungefähr in 10 Minuten würden wir dann weitermachen. Beispielsweise jemand, der des Sehens nicht mächtig ist, der möchte gerne... Bleiben wir mal beim Gesetz, Gesetzesvorlagen vorgelesen haben vom Computer. Ja? Oder was Sie gesagt haben mit der großen Kleinschreibung, gell? Ist also, ja, oder den großen Anzeigen oder kleinen Anzeigen. Ja? So, da habe ich mich jetzt mal, also so, wie gesagt, jetzt jemand, der des Sehens da nicht mächtig ist oder nur sehr, sehr stark eingeschränkt ist, der müsste diese Funktion haben, dass da was vorgelesen wird. Das wäre wichtig. Da haben wir ja das Thema Barrierefreiheit. Ja, das. Aber grundsätzlich, Sie lesen eine virtuelle Figur, die lässt sich ja wirklich ausbauen in viele Richtungen. Eine virtuelle, oder die virtuelle Figur kann man auch fragen, genau. Wo finde ich das und das? So eine Stichwortfrage. Genau. Ja? Ja, das ist vieles denkbar. Weil, letztlich die Qualität der Suchmaschine, die ist ja sehr wichtig. Und die muss Zugriff haben auf alle Datenbanken, diese Suchmaschine. Wo finde ich was? Genau, also auf verschiedenen Ebenen, die lernt ihr auch mit. Stichwort zentrales Register. Ja, auf den Tisch. Was ist eigentlich da alles drin? Oder was ist eigentlich alles möglich? Das ist dann nochmal was anderes, oder? Das Suchregister, das ist was anderes als die virtuelle Figur, oder? Ja, es ist was anderes, ne? Genau. Ich muss dann habe jetzt gerade noch bei der virtuellen Figur. Und dann ein Suchregister. Klar. Suchregister, ne? Wichtig ist auch, halt auch bei der Frage, wie gleichzeitig wie schnell. Also wie schnell ist etwas verfügbar? Man sieht es bei Geodaten, da gibt es ja schon eine, mein Steckenpferd jetzt, da gibt es ja schon eine Möglichkeit, Geodaten abzurufen vom Land. Ich stelle aber fest, sehr schwierig und sehr mühselig, weil auch die Datenmenge wirklich groß ist. Ja, aber das ist, weil das Internet noch so langsam ist, oder? Genau, auch. Aber auch trotzdem, dass auch die mögliche Kapazität da ist, auch die Anfragen für die Informationen möglichst schnell zu bearbeiten, dass man nicht ewig da braucht, bis dann mal die Seite geladen hat und, ja. Das ist eine Serverfrage, richtig. Aber es ist trotzdem eine Frage, die geklärt werden muss. Wenn ich viel Nutzerandrang habe, dass das auch alles kapazitätstechnisch so abgedeckt ist, dass ich auch den Zugang habe und dass das nicht irgendwann mal hängt, dann war es das.
Ja, ich glaube auch, dass viele Leute eben bei solchen Sachen nicht nur Lust haben, das jeden Tag zu probieren oder eine zweite Chance sozusagen zu geben, sondern man erwartet eben vor allem, wenn etwas von einem Land ist, dass es passt. Ja. Genau. Also, und wenn es nicht geht, dann ist da ist man wütend und sagt man, nee, das kann ich ohne mitmachen. Mhm. Die Ladegeschwindigkeit, gerade bei Karten und Geodaten. Genau. Ich kann was mit anfangen. Ist denn, also wenn flächendeckendes, schnelles Internet bis 2020 kommen soll, mit Minimum 50 MB, ist das schnell oder ist das nicht schnell? Unbestimmt. Es geht so. Also einmal ist eigentlich ziemlich komisch. Also man muss ja einmal dafür sorgen, dass wirklich im ganzen Land dann die Leitungen so verlegt sind. Ja, ja, okay. Mal vorausgesetzt, das ist alles geschehen, ja? So, sind 50 MB, ist das schnell oder ist das nicht schnell? Ja, also ist schon gut, aber nicht überragend. Auf jeden Fall deutlich besser als der Durchschnitt momentan. Aber es ja, liegt deutlich daran, besser wie der Durchschnitt momentan. Ja, gut. Also mit Glasfaserkabel kann man jetzt schon deutlich schnelleres Internet haben. Also die Problematik an der Geschichte ist halt die Geschwindigkeit im Zuge der Datenmenge. Es ist ja nicht so, dass die auch stehen bleibt. Die wird ja auch exponentiell wachsen. Von den Informationen, die da auftauchen, man hat es gemerkt, wird halt immer mehr. Und die Anpassung, bis man da hinterherkommt, das ist ja im Moment auch nur ein Hinterherhinken. Man merkt es im ländlichen Raum, wo dann irgendwelche Satellitenlösungen gesucht werden, weil große Telekommunikationsanbieter sagen, da lohnt es sich. Also von daher muss man da schon... Ist ja noch ein bisschen... Ist es auch eine Frage der Infrastruktur selbst. Ja, ja, das halt wurde auch genannt. Sache der Kosten, weil man muss natürlich schon seine eigenen IT-Leute und so einstellen, diese ganze Server-Sache und so. Es ist ja schon nochmal, sag mal, eine extra Sparte. Aber darüber müssen Sie sich jetzt gar keine Gedanken machen. Sie können sozusagen von der anderen Seite sagen, was hätten Sie denn gerne, genau. Aber natürlich sind das, klar, das sind die Fragen, die es dann in der Umsetzung zu beantworten sind. 50 MB? Nein. Nein? Nein, wer macht's schon? Ja, wo sind wir? Fangetal. Gibt's noch? Da wollen wir wieder sehen, die sind uns voraus. sind wir rund oder gibt's noch, dann können wir natürlich gerne ins Plaudern übergehen, aber gibt's noch Ideen, die Sie noch gerne loswerden wollen zu den beiden Fragen? So nochmal Ihre Kreativität ankurbeln, weil dann kam ja schon... Nee, ich denke, wir haben doch gut zusammengesammelt. Gute... Gut, also kommt der manchmal auch mal. Den Gesetzentwurf wirklich, den hatte ich gar nicht ganz, also komplett. Ja. Den muss man sich erstmal nochmal durchlesen, das wäre jetzt mal wichtig, dass man wirklich den ganzen Gesetzestext mal durchliest. Da wird sich schon manches ergeben, was wir jetzt gesagt haben, was schon drinsteht. Klar. Nee, deswegen aber eben, damit Sie sich die Mühe nicht machen müssen, können Sie auch einfach so. Auf die Seite kommen auf jeden Fall mal eine Erklärung, eine Einführung in das Ganze. Ein Tutorial, wie stelle ich so einen Antrag oder sowas überhaupt. Also ich würde die ganze Seite, die ganze Thematik mal erklären, weil es kann nicht sein, dass Leute einfach zufällig irgendwie beim Surfen rauskommen. Es gibt sicherlich grundsätzlich auch noch verschiedene Dinge in der Programmierung zu beachten, ob jemand nur über die Tastatur jetzt da reingeht und Informationen haben will oder ob man dieses Touchscreen... Ja, das sind aber zwei ja, eben, ganz genau. Mobile Seiten kosten ja noch mehr. Aber das muss man ja auch drauf haben. Ne? Das ist ja nicht für uns gesagt. Also ich glaube, Leute... Also Webdesigner haben wir schon mehr im Kopf, was muss alles beachtet werden. Ich denke, der technische Aspekt, der wurde ja auch schon von Dr. Meyer erwähnt, der wird ja nochmal gesondert abgedeckt, so wie der kommunale Bereich von Verwaltungsseiten ja auch nochmal abgedeckt wird. Ich denke, es geht jetzt prinzipiell nur um die Informationen an sich. Genau, genau. Also waren auch schon super Hinweise von Ihnen, also nicht, dass es nicht genug wäre, aber nur falls... Zeigst du mal ein bisschen, was war so an Stichworten kam. Das sind jetzt immer nur so die ersten Stichworte von dem, was schon kam. Aber ich glaube... Also, wenn sie gleich vorbeikommt, sie möchte mich ja fragen, was soll ich dann am besten, also haben sie irgendwelche Wünsche, was ich ihnen sagen soll, was unbedingt... Das wir können jetzt sagen, wir haben darüber diskutiert, wie man die Seite benutzerfreundlich macht
und was auf der Seite vorzufinden sein soll. Da kommen ja zu jedem ein oder zwei Beispiele. Okay. Ich kann es Ihnen dann nochmal zeigen. Also Barrierefreiheit ist ein wichtiges Stichwort gewesen. Auch Sprachbarrieren. Ja. Also bei der Datenwende, wenn wir bei der ersten Frage, welche Datentransparenz, das ist tatsächlich das hier. Da war nochmal diese Geschichte. Wenn das für alle okay ist, würde ich mich jetzt einfach mal durch die Reihen schleichen und vielleicht dann direkt hier vorne, weil es so nahe liegt, mal anfangen und hier nachfragen, was denn bei Ihnen gerade so diskutiert wird, worum es geht, wo Sie stehen, einfach ganz kurz so blitzlichtmäßig mal. Vielleicht mögen Sie aufstehen zu mir und wir drehen uns so vielleicht genau dann. Oh, Sprechzettel. mit Sprechzettel, Blitzlicht und bitte. Ja, also wir hatten uns zunächst mal viele Gedanken gemacht, was für Daten offengelegt werden sollen. Da haben wir einen ganzen Datenkatalog sozusagen definiert. Wir haben von Prüfberichten, von Lebensmittelprüfberichten oder Gaststättenprüfberichten über Geodaten, Vergaben und genmanipulierte Pflanzen, viele Datenkataloge sozusagen aufgelistet, die uns wichtig wären. Drei sind uns besonders wichtig. Das sind erstens der Bereich der Landtagsabgeordneten, also so eine Art gläsernen Abgeordneten zu schaffen, zu wissen oder dass die Bürger wissen, was machen die Abgeordneten, vielleicht auch was verdienen sie etc. pp. Der Bereich Hochschulen, die wohl bisher ziemlich ausgenommen sind. Und da geht es einfach darum zu wissen, welche Unternehmen, welche Stiftungen, wer auch immer finanziert Hochschulen, wer gibt Mittel an Hochschulen, wo fließen diese Mittel hin. Und der Bereich des Verfassungsschutzes, also welche Pläne gibt es im Bereich des Verfassungsschutzes, welche Gelder fließen, wie viel Geld fließt, wie viel Geld fließt zum Beispiel an V-Männer. Also konkrete Fragen, die einfach die Leute umtreiben und wo sie gerne dann die Daten auf der Plattform am Ende gerne sehen würden. Vielen Dank. Blitzlicht ist ja immer kurz und knackig, dann komme ich jetzt einfach mal hier rum. Wer lächelt am schönsten? Darf ich Sie? Sie sind verhaftet, genau. Was haben Sie denn erarbeitet? Wo stehen Sie in der Diskussion? Wenn Sie mal scrollen, dass ich das alles lesen kann. Der digitale Sprechzettel. Mehr so von oben, dass ich mein Gerät hier lege. Okay. Ich darf mal? Ich halte Ihnen das mal. Oh gut. Also wir hätten gerne als Inhalte Daten zu öffentlichen, privaten Partnerschaften sollen offengelegt werden. Damit ist natürlich gemeint, wer ist Geldgeber, wer hat den Nutzen und wer ist da bei solchen Geschäften mit involviert. Kostenberechnungen zu PPP, also diesen privaten Sachen, sollen transparent offengelegt werden, ist eigentlich dasselbe Thema. Was ich halt speziell wollte, dass man halt gleich oben drin, da steht cui bono, wer hat etwas davon. Das macht es natürlich dem Wähler und Interessierten natürlich gleich leicht zu sehen, wer von einer Entscheidung besonders profitiert. Wenn da halt nicht steht, der Bürger, dann sind schon Fragen offen. Das ist schon interessant. Wer trägt die Kosten? In der Regel ist das ja auch der Bürger. Oder welche Kostenstelle ist betroffen? Das ist auch interessant für jemanden, der selber hier Entscheidungsträger ist. Der kann dann bei einer Entscheidung, die ähnlich seiner ist, die er jetzt gerade zu treffen hat, nachgucken, wo er zum Beispiel irgendwelche Fördermittel bekommen kann oder was für Stiftungen das da unterstützen könnten. So viele Themenbereiche wie möglich sollten auf der, das kann ich jetzt nicht ganz lesen da, das ist auch kein Punkt von mir. Nee, einfach. Oh, gut. Okay. Die Berechnungsgrundlage soll offengelegt werden, das soll natürlich heißen, wie komme ich jetzt, wenn ich irgendwas umlege auf die Bevölkerung, wie komme ich zum Beispiel auf die Beträge, ist das gleichmäßig, ne? Dass halt niemand übervorteilt wird. Oder warum jetzt bestimmt die Gemeinde oder bestimmtes Land bestimmte Summe übernehmen muss. Wir hatten hier das Thema Flugplätze, regionale. Was haben wir noch? Wo sind wir jetzt daheim? Ah ja, richtig, die Bereitstellung der Folgekosten, dass man bei der Entscheidung, die getroffen war, ist, natürlich nachvollziehen kann, was wird das denn Steuerzahler in Zukunft kosten, um einfach abwägen zu können, war jetzt die Entscheidung sinnvoll für den Steuerzahler oder war es nicht. Ne? Gut, dann soweit würde ich sagen von Tisch 3. Vielen Dank. Wir haben das ja alles auf jeden Fall protokolliert und wir haben auch tatsächlich, das kann ich vielleicht an dieser Stelle schon mal sagen, nach der nächsten Tischdiskussion, nach der finalen Tischdiskussion nochmal jeweils einen Sprecher von jedem Tisch vorne auf der Bühne und werden dann nochmal
so ihre Highlights quasi aus der Diskussion vorstellen. Also es gibt auf jeden Fall auch die Möglichkeit, sich so tischmäßig mitzuteilen. Ich mache jetzt hier einfach mal weiter. Hier wird schon gezeigt. Wo stehen Sie in der Diskussion gerade? Worum ging es bei Ihnen? Ja, ich versuche auch die wesentlichen Stichworte auf den Punkt zu bringen. Bitte eventuell noch mich zu ergänzen. Also bei uns war auch, wie am Nachbartisch ich schon hörte, das Thema Privatisierungsvorhaben, Thema, dass es auf Dauer nicht sein kann, war hier, glaube ich, der Tenor, dass vermeintlich oder tatsächlich Geschäftsgeheimnisse einer Transparenzschaffung entgegenstehen dürfen. Wer beispielsweise als Privater meint, mit der Kommune oder der Verwaltung auf öffentlicher Ebene Verträge beispielsweise abzuschließen, worum auch immer, muss halt dann damit rechnen, dass bestimmte Informationen, Vertragsinhalte auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden über dieses Instrument. Alles andere wäre eine Art Vertrag zulasten Dritter, nämlich der Nutzer des Gesetzes. Also das war ein wesentlicher Punkt, was auch noch als nachjustierbar erachtet wurde, war, dass die Justiz einbezogen werden muss. Da waren die Stichworte Transparenz bei der Weitergabe von Strafordnungsgeldern durch Richter, an welche Institution was, warum fließt oder dass es zumindest halt mal transparent gemacht wird. Gleiches gilt für das Gutachter, Klammer auf, Klammer zu, Wesen an Gerichten. Also auch da ist Handlungsbedarf war hier der Tenor, letztlich alle haushaltsrelevanten Informationen. Es war des Weiteren die Forderung im Raum, die Kommunen auch stärker einzubeziehen, aktiv einzubeziehen, was ja im Moment noch nicht so der Fall ist. Alternativ oder für einen Übergangszeitraum könnte man auch auf kommunaler Ebene über Satzungen, Transparenzsatzungen mal nachdenken. Vielleicht wäre das auch was für einen Städtetag oder so. Es müsste dann, hat man uns auch mit den Anforderungen der Plattform beschäftigt, möglichst eine Anlaufstelle geben für Probleme, was passiert, welche rechtlichen Möglichkeiten hat man, wenn Behörden ihren Verpflichtungen nach dem Transparenzgesetz nicht nachkommen. Darüber sollte frühzeitig auch auf der Plattform informiert werden. Wichtiges Thema hier aus technischer Sicht war bei uns auch noch die Frage der dauerhaften Archivierbarkeit und Herunterladbarkeit der Daten, die Frage der Suchfunktion und Suchfunktionalität. Maschinelle Verarbeitung, ja, okay. Barrierefreiheit, also es sollte halt möglichst nicht nur für Experten gestaltet sein, aber das, denke ich, ist auch naheliegend. Und dann, was hatte ich mir noch notiert? Nee, ich bin dann mit meinen Notizen durch, bitte mich eventuell noch zu ergänzen. Ich glaube, für einen ersten Überblick ist es auf jeden Fall ausreichend. Vielen Dank. Ich hatte hier noch nicht gefragt, aber ich darf dich fragen, wie sieht es bei euch aus? Also wir haben sind halt darauf zu sprechen gekommen, dass wir halt gerade die Sprachbarriere brechen wollen, indem man halt wirklich das gut formuliert, dass halt auch wirklich jeder Normale die Bürgerinnen und der Bürger halt verstehen, dass halt wirklich da keine Probleme zustande kommen, dass jetzt jemand was nicht versteht, einfach aus dem Grund, weil er einfach nicht in diesem Amt tätig ist oder vielleicht einfach nicht so oft mit so einer Sprache in Kontakt kommt oder Ausländer ist. Und da haben wir auch überlegt, dass man das ja so machen könnte, dass man dieses Transparenzgesetz quasi auch auf Anfrage auf verschiedene Sprachen machen könnte. Das heißt, man macht es nicht auf allen Sprachen, somit, weil das wäre einfach eine zu große Tragweite, das könnte man ja nicht verwalten. Aber halt auf Anfrage, dass dann jemand sagt, der jetzt Ausländer ist und aus einem anderen Land kommt und sagt, ich möchte es aber trotzdem in meiner Muttersprache lesen, dass der die Chance dazu hat. Und dann wollten wir weiterhin, dass die Seite benutzerfreundlich ist. Das heißt, dass halt wirklich auch wirklich jede Laie und jeder Profi damit klarkommen und dass da drunter halt auch wieder das so in Rubriken geteilt ist, damit man einfach auf dieser Seite auch gut klarkommt. Und dann halt, dass da vielleicht noch so wie eine Figur ist, mit der man quasi durch die Website läuft und damit dann so die verschiedene Fragen halt auch stellen kann und dass auch vielleicht ein Tutorial dazu gibt oder so. Und auch nochmal auf Sprachbarriere zu kommen, haben wir auch überlegt, dass es vielleicht auch so ein Forum geben könnte, auf dem man vielleicht so, gerade wenn es jetzt in höherer Sprache geschrieben wird, dass man da dann sich dann austauschen kann. Für Menschen, die halt das nicht verstehen, dass sie dann halt sagen,
ich verstehe das nicht, kann mir jemand helfen in diesem Forum? Und dass da halt auch schon so Leitfragen gespeichert sind, dass da halt so Fragen, die öfters auftreten, dass die dann quasi nur noch nachgelesen werden können. Also schon ganz konkret quasi darauf gedreht, wie man diese Transparenzplattform dann zu benutzen hat. Okay, vielen Dank. Ein Tisch ist noch übrig. Ich komme hier zu Ihrer, ja, zu Ihrer Linken. Vielen Dank. Geben Sie mir das. Ich halte Ihnen das ruhig. Okay. Also es ist nicht verwunderlich, dass wir an unserem Tisch natürlich sehr viele Punkte haben, die auch mit anderen Tischen übereinstimmen, mit den Ergebnissen. Und ich will das mal in drei Kategorien unterteilen. Die erste Kategorie ist Verständlichkeit für alle Bürger. Die zweite ist Visibilität. Und die dritte ist Prozessorientierung. Zur ersten, zur Verständlichkeit für alle Bürger. Wir gehen davon aus, dass es hilfreich wäre, eine Verschlagwortung einzuführen, die auch in leichter Sprache durch komplizierte Texte, Regierungsprogramme, Koalitionsverträge, Gesetzestexte führt, die dann durchaus, und das Beispiel war Sendung mit der Maus, also die Dinge so erklärt, dass sie auch jemand versteht, der nicht gerade von der Universität kommt, niedrigschwellig präsentiert und womöglich selbsterklärend. Ältere Menschen, die computerfern sind oder auch Menschen, die einfach Schwierigkeiten haben, mit Maschinen zu reden, sollten die Möglichkeit haben, auch die Informationen zu bekommen. Dabei war auch bei uns der Gedanke, dafür Ehrenamtler einzusetzen, die hier als Mentoren und als Guides eingesetzt und genutzt werden können, auch hilfreich unterstützen können, dass möglicherweise Informationsterminals eingerichtet werden, wo man mit einfachen technischen Möglichkeiten trotzdem in die Information reinkommt. Dazu sind entsprechende Filterfunktionen erforderlich und letztlich wird es am besten in einem Bürgerbüro aufgehoben sein, wo man den Weg hin schon kennt und wo man auch hingehen kann. Ich unterbreche ganz kurz, es gibt jetzt ja noch zwei Punkte, haben Sie gesagt, weil es gibt insgesamt drei. Wenn wir die ganz kurz noch machen, weil damit wir so ein bisschen in dieser Blitzlichtstruktur bleiben, wir machen die großen Ergebnisse der dann nochmal später. Na, der Punkt muss schon noch sein, dass, es tut mir leid, aber das ist schon nötig, dass bei der Barrierefreiheit, weil es anderswo nicht angesprochen wurde, auch an Sehbehinderte gedacht werden muss, dass die auch entsprechend an die Informationen kommen. Von den Sprachgrenzen haben wir schon gesprochen. Was die Visibilität angeht, haben wir hier am heutigen Tag als erstes dieses Video gesehen. Das war natürlich auch die Inspiration dafür, zu sagen, Bewegtbilder können sowas unterstützen, grafische Aufbereitungen können helfen, zum Beispiel Piktogramme und Ähnliches und womöglich auch ein geografischer Filter. Und schließlich die Prozessorientierung, dort die Überlegung, dass man Fortschrittsbalken über irgendwelche Entwicklungen, Gesetzesinitiativen, Gesetzgebungsprozesse anbietet, wo sich die Bürger informieren können, wie weit ist das eigentlich fortgeschritten. Es muss übergreifend sein, es soll verlinkt sein mit anderen Dingen und nach Möglichkeit isolierte Informationen ausschließen. Und schließlich wurde bei uns immer wieder in allen Punkten fast klar, dass es ein Ineinandergreifen von Zuständigkeiten zwischen Land und Kommunen gibt und die strenge Separierung eigentlich gar nicht möglich ist. Vielen Dank. Danke Ihnen, Ihnen allen. Und es gibt jetzt noch eine dritte Tischdiskussion, die geht wieder so 20, 25 Minuten bis um 15 Uhr, bis zur wohlverdienten Kaffeepause. Die Frage ist, wie schafft es die Landesregierung, dass möglichst alle Menschen in Rheinland-Pfalz die Transparenzplattform kennen und auch nutzen? Und
es ist jetzt die Aufgabe, nicht nur zu diskutieren, sondern eben auch einen Tischsprecher zu bestimmen, der dann hinterher, wenn wir die Ergebnisse quasi noch mal ein bisschen ausführlicher vorstellen und dann auch an die Landesregierung übergeben, der dann quasi diesen Part übernimmt und mit den Tischsprecherkollegen sozusagen hier vorne steht zur Ergebnisbekanntgabe. Also das auf jeden Fall noch mit bedenken. Ansonsten ein letztes Mal fröhliches Diskutieren. Gut, damit einzusteigen, schon mal zu gucken, wer wird die Ergebnisse nachher. Wir können ja die letzten 5 Minuten gucken. Können wir auch so machen. Den Zettel vorbereiten, dass man alles bündelt. Gut, dann ventiliert es einfach erstmal. Genau. Erstmal anfangen. Gut, dann gucken wir auf die Zeit, genau. Okay, dann die erste Frage. Wie schafft es die Landesregierung, dass möglichst viele Menschen in Rheinland-Pfalz die Plattform kennen und nutzen? Also ich würde da ganz einfach gegenüber halt Werbung in dem Sinn, dass man damit wirbt, dass man vielleicht Plakate, Radio, das halt irgendwie, das halt, was die Menschen wirklich hören, halt Medien, dass man durch Medien das halt versucht zu erreichen, dass Menschen halt da informiert werden, weil ich denke, das ist der beste Weg. Also ich habe das Stichwort soziale Netzwerke, da erreicht man hier sehr viele Menschen. Anzeigen schalten oder wie auf diesen Plattformen, da ist ja alles möglich. Also, zum Beispiel Twitter wird sich super eignen, würde ich jetzt sagen. Twitter ist doch das Netzwerk, wo die meisten vielleicht auch so politikinteressierten Leute unterwegs sind. Und da kann man über Tweets sponsern. Also eigentlich ist es ja bis jetzt schon oft so gewesen, dass über Twitter viele Diskussionen oder so entstanden sind. Grundlegend muss man halt einfach drüber sprechen. Das ist eigentlich die Grundessenz von allem. Berufspolitiker und Politikerinnen dazu animieren, darüber zu sprechen. Nicht nur es zu verabschieden und es abzustimmen, sondern auch darüber zu sprechen und zu sagen, hey Leute, es gibt das und das gibt es auch her. Das muss auch kommuniziert werden in der Fläche. Also dementsprechend muss auch das Angebot auf der kommunalen Ebene dann halt auch da sein, dass die dann auch wissen, es gibt da was. Wenn du Informationen möchtest zu gewissen Themen, wende dich da und dahin oder auf die Plattform. Ja. Dass man halt auch in anderen Bereichen mitgeteilt bekommt, hey, da gibt's was. Und Bürgerforum zum Beispiel. Nicht Bürgerforum, mehr dieses Bürger-Service Center. Ja, Bürgerbüro oder so. Bürgerbüro oder wie es auch immer in anderen Städten heißt. Ja, aber dass man halt auch darauf aufmerksam macht, wie eben schon angedeutet, mit Plakaten oder mit Handouts, mit Flyern oder sowas. Man sagt hier, wer Informationen will, der bekommt sie auch. Ich würde es noch so machen, ich würde zielgerichtete Reklame über Multiplikatoren machen. Zum Beispiel in der Volkshochschule einen kurzen Kursus, wie gehe ich mit dieser neuen Plattform um. In anderen Gruppen, die es gibt, kann man das auch machen. Also wirklich über Multiplikatoren ganz gezielt. In der Volkshochschule hat man das wir hatten auch so einen Workshop schon mal von Rheinland-Pfalz. Also in den Schulen muss man ja sagen, das ist Pflicht. Das heißt, die müssen sich anhören und dann aber so kann auch Interesse geschürt werden. Mhm. Genau. Einfach mit Referenten. Die meisten Schulen haben ja mittlerweile Mediumsgas und wenn man wieder mit vertraut wird. Jeder anfordern kann. Für Referenten, die man anfordern kann. Ja. Okay. Können wir das, was wir bis jetzt hatten, schon mal auf dem Zettel und dann schreiben wir ein bisschen zur Uni, was das gemacht wird, am Ende, dass man nicht mehr alles weiß. Also für denjenigen, der Kopf hat. Wer trägt den vor? Ja. Nicht nett, weil ich bin jetzt hier Kaffeepause und dann muss ich
Abschluss. Ne, wir hatten doch überlegt, die Nathalie, oder? Ja. Ja. Gut. Also wenn niemand was dagegen hat, du kannst auch mal, wir können es auch machen. Ja? Cool. Weil das wird dann eben über alle Themen. Also es wird dann nicht nur jetzt, was wir am Schluss diskutiert haben, sondern da geht es darum, wir nehmen uns einfach nochmal ein bisschen Zeit zu gucken, was waren so insgesamt die Highlights, ja, genau, ja, von aus allen Punkten. Ja. Also wir können jetzt noch ein paar Minuten, wie viele Minuten haben wir denn noch? Ja, also noch 2-3 Minuten nochmal sammeln in Bezug auf Verbreitung und dann gucken wir nochmal, was waren die Highlights. Was ich halt auch gut finde, ist halt jetzt gerade, wenn man jetzt so geht, dass sie damit werben, dass man auch zugibt, es gibt daran auch Nachteile, es gibt daran auch wirklich Sachen, die nicht so gut sind. Ich finde, sowas sollte man auch zugeben. Ich denke, das ist nicht mal so koproduktiv, denn ich denke, dass man dadurch dann einfach zeigt, dass es ein ganz normales Projekt ist, hat Vor- und Nachteile, aber dass man versucht, diese Nachteile mit den Vorteilen halt so zu überwiegen. Ich denke, dass man sagt, natürlich ist es ein bisschen unsicher mit dem Transparenzgesetz, weil es natürlich da immer wieder Lücken gibt. Aber ich meine, sie sprechen jetzt erstmal Leute vielleicht an, die vielleicht erstmal keine Lust darauf hätten. Und die machen sich, glaube ich, erstmal noch nicht so viele Gedanken über Nachteile, sondern erstmal die ganzen Möglichkeiten. Und ich glaube, jeder findet es schon cool oder ist neugierig, Informationen zu erfahren, zu denen er sonst keinen Zugang hat. Und die Nachteile kann man sich dann immer denken. Das sind unterschiedliche Gruppen einfach. Ne? Wobei man es schon aufgreifen kann, zum Beispiel auch SWR oder was macht einen Sendebeitrag dazu, legt das wirklich ab, sagt Vorteile, Nachteile und erklärt mal ein bisschen Hintergrund dazu. Damit werden ja auch schon viele erreicht, dass man das halt wirklich offen und transparent, so heißt es Gesetz ja schließlich auch, darlegt, wieso, weshalb, warum und was der Vorteil und der Nachteil an der Geschichte ist. Weil ich finde, es kommt viel besser rüber, als wenn man sagt, es ist ein perfektes Gesetz, es hat keine Fehler und keine Nachteile. Und dann finde ich das die auch gar nicht. Deswegen, und dann finde ich es halt gut, wenn man darüber auch reden kann. Regionalsender sind, im Radio oder Fernsehen, es gibt ja überall diese Regionalsender, die ans Land gebunden sind, dort könnte man ja. Ja, sind ja auch öffentliche Einrichtungen. Ob man das dann in Stufen macht oder mal einen Beitrag macht, ist ja egal, aber über diese Medien kann man auf alle Fälle, da erreicht man mit wenig Aufwand ganz viele. Ja, man kann es ja adaptiv zu den anderen noch machen. Ihr guckt ins Internet oder ihr guckt in die sozialen Netzwerke, das ist klar. Aber es gibt ja auch viele, die noch Rundfunk hören. Und ja, allgemein. Ja. Ist für euch Fernsehen nicht mehr interessant? Das kann ich verstehen. Bei dem Schrott, was die Privatfernsehsender heutzutage ausstrahlen, kann er doch gar nicht interessant sein. Das wird in 15 Jahren alles viel besser. Nee, da war genauso ein Schrott. Gut, gibt's noch Ideen, die Sie da zu dem Punkt noch unbedingt loswerden möchten? Oder wo? Also, ja, ich kann wirklich zielgruppengerichtete Werbung. Ja. Das okay. So mein Ding. Gut. Weil dann könnten wir, ja? An den Workshop, also ich weiß nicht, ich finde das eigentlich eine praktische gute Idee, sowas anzubieten, weil man damit auch auf andere Bereiche Interesse schult. Bei Werbung, da kann man ja nicht viel mehr als 2 Sätze bringen. Natürlich, also wenn man vor allem die in der Schule hat, die Möglichkeit hat, Leute zu erreichen, die sich das Ganze anhören müssen, dann kann man noch andere Bereiche damit schüren. Werbung war nicht für Werbespot gemeint, sondern einfach ein Rundfunkbeitrag. Wirklich, den man. Der hat immer gesagt, halbe Stunde viel mehr als 1-2 Sätze. Nö. Was für ein Beitrag? So, ja. Ein Rundfunkbeitrag? Ja, das ist für euch überhaupt nicht mehr. Die kann man natürlich nicht so oft ausstrahlen und so. Naja, die Landesanstalten machen das schon. Die haben dann schon Themen. Und dann kann man mal so Themen. Du sammeln einfach. Themenbezogen machen. Also, wobei man auch. Den Einspieltrailer, wo wir gesehen haben mit der Familie zwischen Kaiserslautern und Pirmasens, das war ja eigentlich schon sehr gute Arbeit, so vom Aufmachen her. Ja. Das hatten wir ja auch vorhin in der Diskussion, möglichst einfach darzustellen und so die Themen ein bisschen heranzuführen. Und ich denke, wenn man so etwas vielleicht für ein paar Fälle entwickelt und diese Fälle dann publiziert als Werbemöglichkeit, ja, auf verschiedensten Wegen, YouTube, Twitter, was es alles gibt, in sozialen Medien, dann kann man vielleicht auch in einer gewissen Weise
die Angst vor der Thematik ein bisschen nehmen, weil wenn man hört Gesetz, da denkt man immer, viel Paragraph und viel reinlesen und so. Aber so kann man gleich sehen, was für Auswirkungen hat es, und man hat effektiv schon ein Bild vor Augen. Vor allem, wenn ich die Allgemeinheit anspreche, nicht so ein spezielles Publikum, sondern wirklich, was interessiert mich als Bürger? Ja. Das muss ich rüberbringen. Ich fange ja auch nicht mit einem Cliffhanger an, wenn ich sage, interessiert Sie Ihr Bebauungsplan um die Ecke? Ja? Das wird kein Mensch hören. Geld ist immer. Und dementsprechend mit so Sachen, wo auf den Alltag bezogen sind, wo wirklich realitätsnah sind, da kann man, denke ich, die Leute mit erkennen. Aber theoretisch kann man ja auch so bei so einem sensiblen Thema so was Knackiges bringen. Zum Beispiel mit seinem Geld ist immer was, worauf Leute neugierig sind. So, und so mit sowas verbunden kann man vielleicht so eine Art Werbekampagne, also vielleicht was ein bisschen. Also ein bisschen, kann man sagen, bessere Kampagne sozusagen oder sowas. Wo man denkt, ja, das ist doch jetzt schon so ein Land oder so ein Bundesland ganz interessant. Eigentlich sieht sowas mir auch noch so keine Stand dran. So wie zum Beispiel der berühmte Radiergummi. Das ist jetzt auch schon auf Twitter der Hit. Vom Nachbartisch getwittert. Dass ein Radiergummi das Transparenzgesetz darstellt. Das sind so Sachen, wo du wahrscheinlich dann auch so provokativ so ein bisschen, ein bisschen anspitzt und ein bisschen die Ironie hinten dran findest. Gut. Dann, ich glaube jetzt, ich weiß nicht genau, wie die Zeit ist, aber ich glaube, es ist dann ganz gut, jetzt tatsächlich mal auf die Zusammenfassung zu gehen und Frau Kurzbeck darin zu unterstützen, weil es so ein bisschen drei aus unserer gesamten Diskussion, ne? Also wir haben die Chancen, wir haben Daten, was so ein bisschen die drei Highlights sein könnten. Und es muss jetzt ja nicht vollständig sein, ne? Aber was ist ja, das kann man ja dann spontan so sagen. Ich weiß ja, was man gesagt hat. Genau. Und Sie haben hier Karten. Vielleicht wollen wir noch mal kurz als Gemeinschaft, also wir müssen jetzt nicht im Konsens, nur eben, um Sie ein bisschen zu unterstützen. Nee, aber gehen wir gerade nochmal durch. Gehen wir es mal kurz durch. Ne? Ich gehe jetzt hier mal auf die Chancen. Das war das, was bei den Chancen stand, jetzt nur so als Stichworte. Da kam ja nochmal das mit den Unternehmen, kam nochmal drin. Es stärkt die Position des Bürgers, das waren so ein paar Stichworte. Wo stand es mit stärkt die Position des Bürgers? Sechste von oben ungefähr, so ziemlich in der Mitte, ne? Und ich denke auch ein bisschen die Punkte, die Sie gemacht hatten, erstmal einführen und Erfahrungen sammeln. Das ist auch ein. Also, war schon auch nochmal ein spannender Punkt. Also nicht Punkt. Das Ganze ausbremsen. Genau. Das ist, glaube ich, etwas, was nicht so oft kommt. Bei welche Daten? Michael? Ihr seid flexibel. Das magst du mal noch. So lange brauchen wir gar nicht mehr. Aber es war nur so ein bisschen als Orientierung, genau. Also ab 15 Uhr ist Kaffee. Also, wenn der Koffeinbedarf höher ist, dann ist der Informationsweitergebungsbedarf. Genau. Dann bei dem zweiten, da ging es ja so ein bisschen darum, welche Daten. Ne? Aber wir sind noch beim ersten, gell? Wir haben ja für jedes Thema eine Karte. Ja. Ich habe jetzt das mit diesen Erfahrungen und habe ich mir so ein paar Stichpunkte aufpassen. Und ich meine, wenn ich jetzt hier drauf gucke, beim zweiten fand ich jetzt sehr spannend, aber es ist eigentlich nicht mein Job, dass aber eben dieses, dass die Entscheidungsprozesse nachvollziehbar sind, das ist mir sehr stark aufgefallen. Also, bei Gesetzentwürfen? So, wo es dann darum ging, welche Daten genau, dass sie sehr, sehr oft gesagt haben, okay, was, also wie zum Früh, genau, ja, das wäre der Prozess. Der Prozess von Gesetzentwürfen oder von noch was anderem? Oder von Entscheidungsprozessen auch. Ja, bei der Entscheidungs- und Planungsprozess. Ja. Von politischen. Also das sind die Stichworte, die Sie gesammelt haben. Genau, dieses daher. Alles, was er gesagt hat. Eigentlich will man ja alles wissen, bezogen auf Entscheidungsprozesse und Planungsprozesse. Das trifft ja nicht nur Gesetzentwurf, sondern auch allgemein. Ja. Allgemein. Wir haben ja sehr viele schon. Ja, aber das waren so die. So, aus sicheren Quellen weiß ich, dass es mindestens eine Person in diesem Raum gibt, die ganz dringend gerne einen Kaffee hätte. Es ist jetzt Kaffeepause, Kaffee und Kuchen.
steht für Sie bereit, wenn Sie mögen. Sie können aber natürlich auch, falls Sie noch diskutieren, gerne noch weiter diskutieren. Wir treffen uns um 15.30 Uhr wieder hier und dann freue ich mich auf 5 Tischsprecher hier bei mir auf der Bühne. Ja, gut. Eine schöne Pause. Ich bedanke mich schon mal. Mach mal aus jetzt.